Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge mit mir, dem Toto Achatos, beim Clan True Warriors im Spiel Clash of Clans. Ich wollte ja nochmal über die Events mit euch diskutieren, ob man sie braucht oder nicht. Ich meine, das hält so ein bisschen die Community an der Stange, aber im Moment haben wir ja ein Event am Laufen, was wirklich, also ich würde fast sagen, das ist eines der uninteressantesten Events, die man hier überhaupt einbauen kann. Gerade der Giftzauber, ich meine, wann nimmt man Gift? Wofür würde ich jetzt eine volle oder einen vollen Beutel Gift mitnehmen? Zwei Stück vielleicht für Clanburg-Truppen, einen noch für einen King, zwei für die Queen und dann habe ich nur keine mehr für meine restlichen Truppen. Das macht man eigentlich nicht. Mit anderen Zaubern kann man da viel, viel mehr machen. Das heißt also, wenn ich mir hier den Blitzzauber angucke, da kann ich natürlich locker Lars mit wegblitzen oder andere Defense mit wegblitzen. Wenn ich also beispielsweise mit Barge farme, mache ich damit die Minenwerfer weg, also den Flächenschaden. Kann mit Rage-Zauber oder also Wu-Zauber ist es ja in Deutsch, sehr starke Luftangriffe machen oder Packerwalks oder was auch immer. Den Sprungzauber kann man sowieso immer gebrauchen, für was auch immer. Heilzauber auch. Hier macht man halt dann Hockrider-Angriffe oder auch Luftangriffe, kann man ja auch seine Loons heilen. Genau das gleiche mit dem Frostzauber. Oder aber mit dem, jetzt muss ich gucken, wo ist er, mit dem Erdbebenzauber macht man sich halt große Löcher in die Bases oder nimmt ihn zusätzlich zum Blitzzauber, um die Lars mit wegzumachen. Also mit denen kann man viel, viel mehr machen, als man das jetzt mit dem Giftzauber machen kann. Ich meine, 13 ist jetzt, er ist auch so nicht wirklich teuer und selbst mit dem Skelettzauber kann man viel, viel mehr machen. Also wenn das Event kommt, davon kann man sich richtig die Hütte vollpacken und kann man so eine richtige Skeleton-Armee spammen lassen, aber bei diesem Poison Spell, bei aller Liebe, da kann man ja fast glücklich sein, dass das hier kein Event ist, wo man jetzt auch noch was für kriegt. Das ist ja meistens bei den Zauber-Events auch nicht der Fall. Hier gibt es einfach nur ein bisschen billiger. Bei allen anderen Events gibt es ja immer ein bisschen EP und es gibt immer ein paar Juwelen. In 2 Tagen, 13 Stunden startet das etwas erste größere Event. Ich nehme mal an, da muss man dann schon etwas mehr Truppen bauen als 3 Päcker, 4 Hexen. Und was auch immer, sondern ich nehme mal an, dass man hier Minimum dann haben muss, weiß ich nicht, 2 Golems, 3 Hexen und den Rest irgendwelches anderes Truppenzeugs. Und das wird sicherlich wieder interessanter. Ich hoffe mal, dass es dann auch ein bisschen mehr Juwelen dafür gibt und auch ein bisschen mehr EP. Aber nee, dieses Gift-Event, das ist, finde ich, ist wirklich über. Das ist, dass sie streichen können. Das, aber ich meine, sie nehmen sicherlich jede Truppe mal mit ins Event rein, jeden Zauber mal rein. Also auch den Giftzauber. Wir gucken einmal kurz in unseren Clankrieg. Unseren Clankrieg haben wir, denke ich mal, gewonnen. Der ist in trockene Tücher. Taktisch ist er sehr gut gelaufen. Habe ich ein bisschen am Rand beobachten können. Ich konnte nicht ganz so oft mit reingucken. Aber das, was ich gesehen habe, waren starke Angriffe auf die gegnerischen Bases. Hervorzuheben gibt es hier eigentlich nur 2 Kollegen, muss ich sagen. Das ist einmal der Horsey und einmal der Yannick. Der Yannick hier mit dem Sixpack. 2x Golaloon, aber richtig Panzerkajüte, also das waren 2 Golaloons außer Schule. Und der Horsty, mich wundert es eigentlich, dass er nicht den heroischen Angriff hat, hat im ersten Angriff hier gepatzt und hat im zweiten Angriff die 15 gemacht. Die 15 war auch hier ein Maxed Out Rathaus 9. Das heißt, wir hatten sowieso 4 Angriffe weniger, nämlich hier unten Knockout und der O, und mussten das irgendwo kompensieren. Der Knockout hat einfach mit seinen beiden Angriffen die 1 und die 2 gemacht. Wofür könnt ihr euch denken, wenn er das seht? Und der O hat halt irgendwo einen Stern gemacht hier bei der letzten Base. Und wenn ich mir jetzt aber Horsey so angucke und gucke mir mal sein Profil an, dann fällt mir aus, na, so dicke ist er auch noch nicht von den Truppen her. Ich meine, gut, Golem ist auf Max-Level für Rathaus 9. Die Walküren auch und die Helden sind auch in Ordnung. Also die gehen jetzt Schritt für Schritt hoch. Er ist ja noch nicht so lange Rathaus 9. Aber der Rest lässt noch zu wünschen übrig. Das Ganze dauert auch. Da mache ich natürlich dem Horst überhaupt keine Vorwürfe. Er macht das schon richtig gut hier. Und sein 2. Angriff, der war allerfeins, muss ich sagen. Also Hut ab vor solchen, ja, nicht Mut will ich nicht sagen, aber vor solcher Courage, so eine Maxed Out Base hier, wie sie hier ja ist. Also bis auf die Mauern, die sind jetzt natürlich nicht Maxed. Und hier sind auch jetzt die Helden nicht ganz so hoch, aber sie stehen sehr zentral.
vor allen Dingen die Bogenschützenkönigin. Er hat sich dafür entschieden, hier ein Laloon zu machen mit 5er Loons. 5er Loons halten ja nicht unbedingt wirklich was aus. Der Unterschied von 5 auf 6 sind ja Welten. Und der 1er Hund ist auch noch nicht so das Wahre gegen voll ausgebaute Lars im Rathaus 9 Bereich. Aber er macht es hier richtig gut, muss ich sagen. Lockt die Clanburg richtig gut. Hat minimale Truppen dabei, um die Clanburg zu eliminieren. Und schafft diese Base dann letztendlich mit dem 3-Sterner. Also da muss ich sagen, das war wirklich klasse. Und eigentlich gehört das in den heroischen Angriff mit rein. Das zieht natürlich jetzt nicht in die Gewichtung, denke ich mal, aber das war richtig gut gemacht hier, richtig viel Courage mit seinen eigentlich verminderten Truppen, weil seine besten Truppen sind eigentlich Golem und Valkyren. Geht er hier in diese Base rein und hier fliegen natürlich auch die Hunde wie am Schnürchen eine La nach der nächsten ab und die Ballons wie an der nächsten Schnur direkt dahinter. Also das war wirklich, wirklich krass. Ich meine, die haben am Ende nicht überlebt. Aber er hat dann ganz geschickt noch den King gesetzt am Ende. Das hat genau gepasst. Genauso musste das kommen. Und so, um hier noch die beiden letzten Dev-Gebäude zu schaffen. Also es sind ja noch ein paar Lava-Puppies da, aber die sind erstmal glücklicherweise mit was anderem beschäftigt. Sonst wäre es hier vielleicht mit dem Cleanup ein bisschen eng geworden. Aber richtig schön den King gezündet. Hat jetzt nochmal richtig Truppen in der Base, dadurch, dass seine Barbaren da auch rauskommen und schafft dann ganz easy peasy mit der Bogenschützenkönigin hier die restlichen Truppen. Und das war wirklich, also ich fand, das war von diesem CK der beste Angriff und das ist auch der einzige Angriff, den ich hier zeige. Mehr möchte ich gar nicht zeigen von dem kleinen CK hier. 15er, im Moment spielen wir kleine CKs, weil so viele rot sind. Und aber wir hören halt nicht auf mit den CKs, zumindest in der Woche machen wir nach wie vor 2, außer donnerstags. Am Freitag dann wieder der Große, da sind dann sicherlich auch wieder mehr dabei. Aber richtig gut taktisch agiert hier, muss ich sagen, von allen Leuten. Das war richtig klasse, natürlich auch super Angriffe, gar keine Frage. Und verdienter Sieg, saubere Devs hier auf der Seite von uns. Also einige von den gegnerischen Clan haben einige gefehlt und einige halt nur einen Stern geholt. Bei Norman, glaube ich, sind mehrere Angriffe draufgegangen. Das war schon richtig gut. Also da muss ich sagen, guter CK für die Leute hier, die mitgemacht haben. Trotz der kleinen Nachteiligkeit im unteren Bereich. Und ich glaube, die hatten hier auch ein Zehner mehr oder zwei. Richtig gutes Ding. Kann ich nicht anders sagen. Gute EP und auch natürlich gut für unser Kriegslog. Wir fahren ja nach wie vor mit etwas verbilligten Truppen. Und ich habe die Lager, ja, man sieht das ja, ich habe die Lager relativ voll. Jetzt könnte ich natürlich in den Shop gehen und könnte mir so ein paar Flaggen kaufen, aber ich bin ja hier bei einem Spiel, das Clash of Clans heißt und nicht Clash of Flag. Also ich bin hier kein Flaggensammler, sondern möchte hier ja auch kämpfen und Bases zerstören und ja, ich hätte jetzt fast gesagt, ich möchte mich auch mal zerstören lassen, dann kriege ich nämlich ein schönes Schild. Und aber ich werde ja nicht angegriffen, nach wie vor nicht. Mittlerweile seit 11 Stunden kein einziger Angriff auf meine Base, nicht mal ein paar gedroppte Pokale oder so. Freut mich natürlich, gar keine Frage. 2 Tage dauert noch der Bauarbeiter, der nächste, bis ich ihn frei habe. Das heißt also, so lange muss ich dieses volle Goldlager jetzt ertragen. Das möchte Supercell natürlich eigentlich nicht. Die möchten ja, dass ich jetzt 2 Tage meinen König vorgame, einen Bob frei habe, ein paar Mauern mache oder was auch immer reinfarme und dann weiterfarme mit meinen Sachen. Aber ich lasse das jetzt einfach laufen, 2 Tage. Ich versuche jetzt noch, mir das Elex-Lager voll zu machen und auch das dunkle Lager. 142.000 habe ich da. Mir fehlen noch exakt 10.000 für den King auf Level 33. Und ich lasse den Bauarbeiter auch gleich weiterlaufen. Das heißt, King geht dann gleich weiter. Mit dem mache ich auch überhaupt nichts. Den lege ich sofort wieder hin. Und dann geht er ganz fröhlich auf 33 durch und ich versuche dann wieder innerhalb der nächsten Woche das Ganze reinzufarmen. Jetzt muss ich mal sehen, ob ich das auch zeitlich schaffe. Ich bin im Moment zeitlich etwas mehr auf meiner Arbeit gebunden, aber eigentlich kriege ich immer mal wieder so einen Angriff hier so zwischendurch der ein oder anderen kleinen Pause hin und kann so hier auch mal die ein oder andere Truppe spenden. Das ist natürlich jetzt ein bisschen zäh hier mit dem Suchen, aber das macht nichts.
Wir finden sicherlich noch einen Gegner. Denke ich mal so. Mal gucken. Hier ist er auch schon. Den nehmen wir mit. 201.000. Da verbrauche ich dann wirklich extrem wenig an Kobolden und auch an Riesen. Aber ich will hier das Elex zumindest mitnehmen. Das Gold brauche ich jetzt nicht so wirklich. Und da kann ich hier auch fast ausschließlich Kobolde reinschicken. Dann nehme ich mal die Bogis, weil die auch jetzt in der nächsten Armee vorbohren. Und nehmen wir mal hier oben noch einen Magier mit. Holen wir uns das Lager hier. Wir holen uns das Lager. Das Lager. Gold ist jetzt schon wieder voll. Aber ich hatte ja gesagt, ich will eigentlich das Elex hier haben. Das bisschen Dunkle nehmen wir auch mal mit. Und dann haben wir hier kaum Truppen gebraucht für das hier. Der schafft das leider nicht mehr, dann müssen wir die doch nehmen. Und dann haben wir den hier eben mal fast leer gemacht. Das Gold lasse ich ihm. Drei Dunklen auch. Also 200.000 und nichts, kaum was verbraucht. Ich versuche auf jeden Fall das Elex hier noch voll zu kriegen. Jetzt habe ich nämlich das Problem, ne? Das, was ich schon mal angesprochen habe. 28 Riesen kann ich jetzt nur so kompensieren oder aber gucke mal, ob jemand was braucht. Im Moment braucht hier ein Riesen, aber die werde ich gleich schon los. Und dann war es das auch erstmal von dieser Folge hier. Ob ich mit irgendeinem da noch einen Clankrieg mitspiele, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, ich habe im Moment etwas weniger Zeit und muss in meinem Dorf auch nicht so wirklich viel tun. Gucke jetzt mal nicht mal auf die Uhr gucken. Meine nächste Armee ist ja fertig, kann gleich fröhlich weiterfahren. Die 10.000 Dunkles und die lächerlichen 4,5 Millionen Elixier und schaffe ich sicherlich die nächsten Tage. Wir sehen uns aber ganz sicher morgen wieder bei einer weiteren Folge Clash of Clans. Mit mir, dem Thorsten, der wieder clasht. Bye, bye.